Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder weiter mit der RS Philemon. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Welche Baustellen haben wir noch an diesem Auto? Erstmal vielen Dank für das positive Feedback zu meiner Entscheidung, dass wir mit dem Auto erstmal auf ein paar Events unterwegs sein werden, ohne Zulassung, weil es macht es einfach für mich einfacher und radikaler und einfach schneller und performancelastiger, dieses Projekt erstmal so krass zu Ende bringen. Was nicht ist, kann auch werden, habe ich immer gesagt, aber jetzt ziehen wir das erstmal durch. Ihr wolltet auch öfter up-to-date sein, deswegen habe ich mir überlegt, damit ihr nicht fragen müsst, welche Probleme gibt es denn noch, warum könnte es dauern, was muss Philipp noch anfertigen lassen. Natürlich seht ihr das dann immer, wenn das Video dazu kommt, aber ich kann es euch natürlich auch einmal im Voraus mitteilen, da wisst ihr einfach, worum es geht. Und genau das mache ich heute in diesem Video. Deswegen, fangen wir mal an. Es hat sich in der Zwischenzeit was getan. Das Auto ist aufgebockt. Und warum habe ich das Auto aufgebockt? Folgendes. Problem Nummer 1. Hinterachse. Ich habe neue Radnaben gebaut. Ich habe das Radlagergehäuse bearbeitet für andere Gelenke, dass jetzt hier XXL große T5 Außengelenke passen. Für diese T5 Außengelenke müssen die Amis Driveshaft Shop jetzt noch passende Antriebswellen bauen. Für vorne sind die schon fertig. Hinten wiederum konnte ich sie noch nicht fertig machen, weil kein Diff drin war. Das heißt, wir mussten einmal unser geiles gefrästes Diff hier einbauen, dass wir jetzt nämlich schön von dem Schraubflansch des gefrästen Diffs messen können auf die Anlagefläche der Antriebswelle bzw. des Außengelenks hier und so perfekt auf die Länge der Antriebswellen kommen. Siehe da, was kommt bei raus? Links, rechts tatsächlich gleich lang. Also hinteren Antriebswellen sind gleich lang. So, Problem Nummer 1. Eingebaut, ist gemessen. Somit ist das demnächst fertig. Genau das gleiche gilt übrigens für Thema Kardanwelle. Auch die muss angefertigt werden, weil dieses Diff deutlich kürzer ist. Das Original-Diff ist ungefähr 40 cm länger. Gab es ein Video zu, haben wir euch schon gezeigt. Das heißt, wir können jetzt aber nicht pauschal einfach sagen, die Kardanwelle muss x cm länger. Nee, weil die Original-Kardanwelle hat ein Gelenk in der Mitte. Das heißt, übertrieben gesagt steht die Original-Kardanwelle so. Für dieses Auto gibt es natürlich passend zum Lack eine Carbon-Kardanwelle und weil sie einfach einfacher anzufertigen ist, weil es diese Carbon-Röhren als, ich sage jetzt mal vorsichtig, universell Länge gibt. Das heißt, die werden dann nur gekürzt und es kommen die originalen Gelenke drauf. So ist die Idee. Das heißt, gibt es auch ein Video zu, wie wir diese Carbon-Kardanwelle dafür bauen. Will ich noch nicht mehr verraten. Wer das Ganze macht etc., seht ihr dann im Video. Aber da könnt ihr euch auch drauf freuen. Jetzt habe ich die Länge ausgemessen. Das heißt, vorne hat sich auch was getan, damit ich die Länge messen kann. Das seht ihr aber gleich. Nächster Punkt ist, dadurch, dass das Differential kürzer ist, passt die vordere Diff-Aufnahme nicht mehr. Weil die nämlich in der Mitte vom Auto übertrieben gesagt ist. Das heißt, ich musste mir etwas überlegen, wie ich das Diff vorne aufhänge. Aktuell hängt es nur an dem hinteren gefrästen Halter hier. Es muss vorne aber auch noch aufgehangen werden. Man sieht auch schon die Vorbereitung von hier schön. Hier sieht man so schöne vier Schraubpunkte, wenn du seitlich reinfilmst. Da kommt jetzt ein Halter dran und dann wird diese schöne, frisch gepulverte Hinterachse tatsächlich noch mal einmal wieder ausgebaut. Wir fahren zu Nils. Nils, erinnert euch dran, hat für Paul dieses krasse Chassis gebaut. Und dort werden wir ein Chromo-Rohr passend zur Achse, die auch aus Chromo, biegen und das in die Achse einschweißen, dass das Diff quasi auch vorne an der Achse hängt. So ist der Plan. Ja, haben wir schon mal 3 Punkte, die aber alle absehbar sind, nicht kompliziert sind und umsetzbar sind. Jetzt geht es erstmal weiter. Ne, wo machen wir weiter? Hier vorne. Ich muss euch einfach mal jetzt ein bisschen was zeigen. Ich war ja schon ein bisschen fleißig. Jawohl, ist tatsächlich mal wieder Motor hier drin. Ist ja der neue 2.7er mit der WLAN-Kurbelwelle. Funktioniert ohne Kolben etc. Das ist jetzt die umweltfreundliche Variante, war das, ne? Elektro. Es sind jetzt 6 Elektromotoren drin, die alle quasi arbeiten. Nein, Spaß. Um dieses alles zu bauen, ist es immer das Beste, einmal einen Dummy-Motor reinhängen. Den richtigen Motor haben wir daneben. Und so kann man einmal gucken, was einem alles noch an Baustellen bevorsteht. Kommen wir zu den positiven Sachen. Es ist unglaublich, wie viel Platz eigentlich hinter so einem V6 ist, wenn auf einmal dahin nichts mehr hinterhängt. Also klar, hier unten kommen jetzt die Turbolader rein, aber dieses ganze Geraffel, was hier sonst so hinter ist, ist auf einmal alles weg. Das hat mich schon mal sehr glücklich gemacht. Was mich nicht ganz so glücklich gemacht hat, wenn du jetzt hier so von der Seite drauf filmst, ist, wie weit das hier raussteht. So, wie mache ich hier auch zu? Und jetzt kann man von hier unten, hier so kann man schräg durchfilmen, mit Glück. Ja, jetzt sieht man es. So,
für den Laien nochmal erklärt, Ansaugbrücke ist zu hoch, Dorseklappe kommt gegen die Haube. Dachte ich mir, kannst ja hier die Haube wegflexen. Chris' Wortlaut dazu war, flex ich an der Haube rum, kommt er mit dem Meißel vorbei und haut mir auf den Kopf rum. Klingt jetzt ein bisschen rabiat, hat aber ernst gemeint, bin ich mir ziemlich sicher. Weil natürlich kann ich an dieser Haube nicht rumflexen. Sonst müsste man das hier ein bisschen bearbeiten. Zum Glück habe ich die Drosselklappe abgeschraubt und habe geguckt, ob es dann passt. Dabei habe ich festgestellt, dass es dann zwar hier wirklich auf einen Millimeter passt, das heißt, wir können das so lassen, aber die Rail, die hier ist, für unsere 12 extra Düsen, guck mal, wie geil das aussieht. Da sieht man mal, wie viele Düsen das sein werden. Das ist halt heftig, ne? Die Rail, die ja noch drauf kommt, die steht hier so weit raus, dass sie selbst hier gegen die Haube kommt. So. Das heißt, es gibt jetzt nur zwei Varianten. Variante 1 ist, wir schweißen doch nochmal den M3 Power Dome ein. Was nicht funktionieren wird. Außer wir wollen eine neue Form bauen und so weiter. Nee, und optisch soll das Auto auch nach einem RS4 weiterhin aussehen. Das heißt, wie ihr seht, die Rail ist schon bei Phil. Der muss die hier vorne abfräsen, dass das passt. Das Gute ist, wir kriegen das hin. Das heißt, Problem im Griff. Problem hier, die Drosselklappe muss hier weg und muss woanders hin. Das heißt, ich lasse jetzt gerade zwei Flansche machen lassen. Ein Flansch, der an die Brücke geschraubt wird, ein Flansch, wo die Drosselklappe ran kann. Und zwischen diese zwei Flansche werde ich einen Rohrbogen schweißen. Jetzt nicht so einen Rohrbogen, sondern nur, keine Ahnung, 30 Grad. Und dann wird die Drosselklappe leicht nach unten kippen und auch schon Richtung Ladeluftkühler zeigen. So, dann haben wir das Problem erledigt. Das Problem haben wir auch erledigt. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Problem, Thema Ladeluftkühler. Der Ladeluftkühler hier hängt schon mal parat. So, ach so, zum Einsatz kommen natürlich, genauso wie bei dem alten Auto, die größten Wagner-Ladeluftkühler. 120 x 260 ist schon wirklich ein gutes Monster. Mehr geht da vorne in die Front auch gar nicht rein. Und es gibt halt diese, passend zum Auto, auch geilen Carbon-Luftführungen dazu. Das heißt, das ist relativ entspannt. So, dachte ich. Allerdings sind die natürlich dafür vorgesehen, dass das Druckrohr vor dem Motor langläuft. Behaltet mal kurz dieses im Blick hier. So ist der Kasten. Im Auto drin können wir allerdings nicht mit dem Druckrohr hier rauskommen, sondern, weil, das, wie sieht das aus? Also klar, ich habe auch kurzzeitig überlegt, mit der Drosselklappe nach hier zu gehen und dann hier ein Rohr zwischenzusetzen. Aber das gefällt mir optisch nicht. Das sieht dann so aus wie so zwei Hörner, so ein bisschen. Deswegen müssen wir leider neue obere Kästen bauen für den Ladeluftkühler, dass das Rohr hier rauskommt. Weil hier unter dem Scheinwerfer steht ja der Ladeluftkühler. Das heißt, wir können auch ohne Probleme so mit dem Rohr drauf gehen. Das heißt, Drosselklappen eher so und dann nur ein ganz kurzes Rohr zwischen auf den Ladeluftkühler. Ich habe Material dafür besorgt, das gibt es zum Glück. eBay zu kaufen. 120, 50, 3 mm. Und hier raus können wir jetzt einen schönen neuen Kasten bauen. Sieht jetzt erstmal katastrophal aus. Ihr werdet sagen, da muss ein Billet-Sammler drauf und so weiter. Firma Wagner hat mir sofort angeboten, Philipp, wir können dir das auch scannen, können dir da einen geilen Kasten fräsen. Problem ist Zeit, wir wollen ja vorankommen, deswegen werde ich es jetzt erstmal schnell aus Alu selber bauen und dann kann man immer noch gucken. Das heißt grob für die Fantasie, dieses Teil werden wir so ein bisschen schräg abschneiden, noch ein bisschen zurechtdengeln. 3 mm, ich habe auch noch 2,5 mm und dann kommt irgendwo hier so der Flansch drauf, natürlich jetzt nicht stumpf drauf, sondern schon ein bisschen größer werden und so weiter. Wird es ein Video zu geben, wie wir auf die Drosselklappe kommen. So. Dann habe ich einmal hier alles verbaut, um mal zu gucken, wie das so mit unserem geilen CRE-Shifter ist. Was überhaupt erstmal der Wahnsinn ist, dass man tatsächlich mal einen Shifter sieht von hier. Jo. Das geht bei so einem Auto normalerweise gar nicht. Jetzt geht's allerdings. Das ist schon mal viel wert und ich sag euch, optisch. Muss ich wirklich sagen, ich habe diesen Shifter hier eingebaut. An der Stelle nochmal vielen Dank an Christian, Firma CAE. Es ist einfach perfekt, muss ich wirklich einfach so sagen. Die ganzen Passungen, wie alles zusammengeschraubt ist, wie es passt. Das ist einfach, ja, mehr geht für mich optisch nicht. Sieht einfach brutal aus. Es ist zweiteilig, das heißt, es kommt von unten ein Teil und dann dieses gefräste Teil, was oben drüber kommt. Es passt mit der originalen Mittelkonsole, das heißt, hier würde jetzt auch die Mittelkonsole drauf gehen. Ist einfach für mich einfach perfekt. Weiter im Text. Thema Bremse. Ich habe hier ja schon diesen schönen Alu-Bremskraftverstärker verbaut. Hauptbremszylinder original. Normalerweise würde jetzt hier mit so einem fetten Halter und so weiter das ABS hinkommen.
Jetzt habe ich ja in den letzten Wochen extrem viel gelernt zum Thema ABS, zum Thema Bremsauslegung und so weiter. Von A finde ich diesen Klotz hier so dermaßen hässlich. B stört er irgendwie. Dass ich mir überlegt habe, dieses Fahrzeug wird keinen ABS kriegen. Achso, dazu kommt, original hat der ESP und ABS. ESP wird niemals gehen. Deswegen müssten wir auf ein altes ABS ohne ESP zurückgehen, so aus den Anfängen des B5s. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, diese 10 Kilo, die jetzt nur Arbeit machen, viele Leitungen biegen und so weiter, kein Bock drauf, lassen wir weg, weil wir machen das geiler. Alles, was ich im Thema Bremsauslegung gelernt habe, lassen wir jetzt hier einfließen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach nur vom Hauptbremszylinder mit einer Leitung, einem T-Stück an die Räder vorne und gehe mit einer Leitung durch den Innenraum, also nicht durch den Innenraum, durch den Mitteltunnel, dann in den Innenraum, dann an die Hinterräder. Und dazwischen kommen einfach nur zwei Sachen. Das ist einmal ein Ventil, also ein Absperrhahn. Warum ein Absperrhahn? Ganz einfach. Ich will mir diese Kilos hier sparen. Es liegt hier zwar fertig, aber damit bei dem Auto die Handbremse funktioniert, brauchen wir Folgendes. Zwei Sättel, Halter, zwei Handbremsseile und den Handbremsgriff. Sind, vorsichtig gesagt, wir werden im Detail nochmal eingehen, wie gesagt, es gibt zu allen nochmal einzelne Videos mit der Zeit. Ich sage, es sind 10 Kilo. Ja, locker. Das hier sind schon 2,5 bis 3 mal 2 Seile, der Griff, richtig aus Metall. Können sogar mehr sein. Und diese Kilos, die spare ich mir jetzt, weil ich will einen Rekord aufstellen in Leichtigkeit. Ich will das bis zum Ende durchziehen. Nur das dran, was dran muss. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen das geiler, wir machen es praktischer, weil meine Erfahrung war, selbst das Original ABS mit der Bremse funktioniert nicht. Ich musste Bremsdruckminderer hinten ran machen. Bremsdruckminderer in Kombination mit einem ABS, wo wir gelernt haben, dass die Flüssigkeiten hin und her gehen. Katastrophe. Somit, dann lasst uns doch lieber ohne ABS bauen, aber dafür so, dass es geil bremst. Das heißt, wir gehen mit der Leitung am Mitteltunnel hier durch, kommen dann hier raus, weil ich kann ja, wir haben ja vier Türen. Kommen mit der Leitung hier raus. Neben den Sitz mache ich irgendwo hier so in schön einmal den Absperrhahn. Wofür den Absperrhahn? Weil wir brauchen natürlich eine Handbremse. Das heißt, in dem Moment, wenn ich die Bremse trete, mache ich den Hahn einfach zu. Das heißt, der Bremsdruck bleibt hinten auf der Bremse und ich habe eine mechanische Handbremse. Dann kommt als nächstes ein sogenanntes Line Lock. Was ist ein Line Lock? Das ist genau das gleiche hier in elektrisch. Das heißt, bei Marius im Video haben wir es gerade erklärt. Das heißt, das Ding kann elektrisch sperren auf Knopfdruck. Das heißt, ich mache mir irgendwo ans Lenkrad, wie auch immer, einen Knopf, dass ich an den Start ranrolle, die Bremse trete, diesen Knopf drücke, in dem Moment sperrt elektrisch das Ventil. Ich kann Launch Control machen, ich kann was weiß ich was machen. Das Auto bewegt sich keinen Millimeter. Und in dem Moment, wenn ich einkuppel, lasse ich den Knopf los. Kann man auch auf den Kupplungspedalschalter legen, wie auch immer. Gehen alle verschiedensten Möglichkeiten, dass das Auto einfach sicher steht. Und dann kommt das, wo ich mich am meisten drauf freue. Leider nicht lieferbar. Ein Bremsdruckregelventil ist einfach, wenn, ich sage jetzt mal vorsichtig, 30 Bar Bremsdruck reingehen, kann man einstellen, wie viel Bar Bremsdruck rausgehen. Und so kann ich die Hinterachse, weil die Hinterachse tendenziell bei so einem Auto immer überbremst, wegen dieser riesen Bremse hinten drauf, kann ich die Hinterachse wirklich komplett runterdrosseln und einfach so weit aufdrehen, bis das Auto einfach schön sauber bremst. So, damit das Ganze am Ende schön leicht ist, hat einer von euch einen guten Tipp gegeben. Es gibt mittlerweile natürlich auch eine Bremsleitung aus Aluminium. Muss man hochheben, muss man einfach mal in der Hand gehabt haben. Alter, Junge. liegt wirklich. Und das sieht ja aus, also es kommt dir vor, als ist so eine Schrohschrohle in der Hand. Ja, so, als wirklich so, wiegt gar nichts mehr. Muss mal gucken, wie es so vom Biegen her ist und vom Bördeln her ist. Würde ich bei einem Rennauto, wo die ganze Zeit voll gebremst wird, wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger, aber bei dem Auto, wo ich zweimal im Leben die Bremse treten werde, ist das ja erstmal voll okay. Das heißt, wir werden wirklich mit wenig Aufwand und wenig Zusatzgewicht eine geile Bremse hinkriegen. Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, ob ich Bremskraftverstärker rausschmeiße, Hauptbremszylinder rausschmeiße und eine Waagebalke reinmachen, wie beim Abarth. Aber ich habe gesagt, jetzt habe ich so schön geil angepasst. Lass es einfach so, wie es ist. Hat man immer einen Bremskraftverstärker und fertig. So, okay. Also auf eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Den Joni da hinten. Geil aussieht. Phil, ob du was suchst? Nee, der Typ. Kannst du einmal blurren, was ich sage? Ja. Weil ihr das auch noch mit reinnehmen wollt. Nee. Ja, okay. Film mal bitte durch das Loch auf das Billetdifter. Oh, Junge. Warte. Das ist überlegt, ob ich einfach eine Plexiglasplatte drüber mache. Das wäre schon fett. Da sind wir beim nächsten Problem.
heißt Problem? Problem gibt es nicht, es gibt nur Lösungen. Ihr seht hier im Innenraum noch ganz viele Löcher. Da gibt es jetzt leider nicht überall Kunststoffstopfen für. Ich habe da damals auch schon sogenannte Lochverschlüsse bekommen. Das sind so Aufkleber. Diese Aufkleber sind aber eigentlich gedacht, dass von der anderen Seite auch noch was kommt. Das heißt entweder ein Unterbodenschutz oder wie auch immer. Jetzt macht Alex für Makrofabrik mir ganz schnell so kleine Carbonplättchen, wie wir Marius auch haben. Und wir können einfach schön diese Plättchen da draufkleben, abdichten, wie auch immer. Dann ist das Thema auch durch. Thema Elektrik. Wird wild. Wird richtig wild. Erstmal passend zum Thema Scannen wird es da was geben, weil ich habe mir sowas mit Lenkrad und Tacho und so passend zu einem Rennauto überlegt. Aber Thema Elektrik, Motorkabelbaum, Motorsteuergerät, generelle Sicherungsthematik. Ich will keinen Sicherungskasten mehr verbauen, ich will das alles ohne Regeln. Boah, das wird richtig geil, weil da passiert als allererstes hier was im vorderen Bereich. Ohne da jetzt zu viel zu sagen, aber wir werden die Steuergeräte ganz anders, ganz neu platzieren. Es kommt ein bisschen 3D-Druck zum Einsatz. Und in diesen 3D-Druckteilen werden die Steuergeräte einen neuen Platz finden. Lightblocks, wow, kommt natürlich wieder rein, wie sie vorher auch drin war. An der Stelle vielen, vielen Dank an die Firma Lightblocks, dass sie mittlerweile ein Upgrade haben. Übelstes Highlight beim Arbeit immer. Es gibt passend zu FIA-Norm diesen Kabelbaum dazu. Mit einem Killschalter, beziehungsweise zwei Killschaltern. Also unabhängig davon, dass diese Batterie einfach halt nur 2 Kilo wiegt. Ne? Unfassbar geil mit dem Carbon aussieht in diesem Motorraum. Soll jetzt einfach keine Werbung sein, sondern es ist einfach die geilste, schönste Batterie. Mit dem manuellen Schalter habe ich einen riesen Vorteil, weil irgendwie muss ich ja Zündung an- und ausmachen. Am liebsten ohne einen Zündschlüssel, weil wir wollen das Ganze ja digital und leicht machen. Und hier habe ich einfach einen Killschalter. Das ist mein genereller Zünd-An- und Ausschalter. Und alles andere werde ich über ein Keyboard schalten. Aber das wird saftig. Das wird auf jeden Fall gut. So, dann haben wir Thema Elektrik. Ist auch alles in der Mache. Man muss halt tausende Teile immer bestellen und aktuell ist es wirklich nicht mehr so leicht, was die Teilebeschaffung angeht. Da muss man hier und da schon mal ein bisschen länger warten. Jetzt habe ich ein bisschen weitergemacht hier an so einem Motor. Das hatte man, glaube ich, im letzten Video auch noch nicht. Glaube nicht. Das ist altes Video. Wir haben bei Watson diesen geilen Motorständer geschweißt. Das ist tatsächlich ein alter Vorderwagen. Hier dran können wir jetzt alles bauen. Wir sind auch schon am Gange. Allerdings wurden wir da auch relativ schnell ernüchtert. Diese Motorhalter kommen zum Einsatz. Sieht wild aus, ist es aber nicht. Sind einfach nur zwei gefräste Teile mit einem Gummilager dazwischen. Und irgendwo müssen wir die Druckrohre lang bauen. Auf der Seite ist das Druckrohr, also quasi dieses Teil hier, kein Problem. Das geht hier so. Auf der Seite ist aber das Problem, hier jetzt gerade nicht. Normalerweise hängt hier aber fett die Trockensumpfpumpe. Das heißt, hier kommt man nicht durch. Hier ist die Ansaugung, wo wir mit dem Druckrohr durchgehen. Genau deswegen haben wir jetzt uns überlegt, wir fräsen dieses obere Teil von dem Motorlager neu. Das ganze Motorlager, hier sind mehrere Verschraubungen, 1, 2, 3, 4, 5, nach hier wandert. Das heißt, der obere Verschraubungspunkt ist hier, der untere Verschraubungspunkt ist da. Das heißt, hier zwischen entsteht ein Freiraum, wo wir mit unserem 63,5er Druckrohr durch können. Der Seite ist nicht so wild, da kann man hier vorbei. Wobei, wir könnten uns hier sogar tatsächlich überlegen, ob wir es hier auch machen. Dann killt mich allerdings Phil, weil er jetzt nur eins gebaut hat. Mal gucken, das seht ihr dann im Video, wo wir die Rohre bauen, wie wir uns entschieden haben. Grober Plan ist auf jeden Fall hier mit dem Druckrohr durch. Hier drüber einfach gerade. So haben wir damals die Krümmer gebaut. Wenn ihr von vorne reinfilmst, kann man ganz gerade auf den Verdichter gucken. Dann müssen wir noch den Motorhalter ein bisschen bearbeiten. Hier einfach nur ein gerades Rohr mit der Ansaugung. Auch eine Baustelle. Gute Baustelle ist allerdings Thema Ölwanne. Und Achse. Passt tatsächlich. Problemlos. Da müssen wir nichts machen. Das war ja auch noch eine Frage, ob das passt. Allerdings war ich noch nicht ganz so d'accord mit dem Trockensumpfpumpenhalter. Also die Pumpe wird ja quasi hier nur gegengedrückt. Das war über diesen Halter. Da hat Phil gesagt, boah, das war zum Entwickeln geil, aber später für den Betrieb, lass uns da lieber nochmal einen massiven bauen. Das heißt, wir bauen jetzt gerade hier noch einen neuen Halter. Alleine, weil er aus Alu ist. Und dann einen weiteren Halter, der statt dem Klimakompressor hier an den Block geschraubt wird. Dann entsteht hier irgendwo eine Öse und von da geht einfach nur eine Uniballstrebe an die Pumpe hinten dran. Weil die Pumpe hier eigentlich auch eine Aufnahme hat. Müsst ihr euch jetzt gerade so ein bisschen vorstellen, aber werdet ihr im Laufe der Videos sehen. Ja, dann noch ganz viele Kleinteile bauen. Kleinteile bauen heißt zum Beispiel, hier muss noch ein Adapter rangeschraubt werden auf die Verschraubung von dem Anlasser. Das passt halt alles nicht mehr, weil durch diese fette Platte die ganze Ölwanne nach unten gekommen ist. Da wird noch ein Halter gebaut, dann
bauen wir gerade hier oben eine Verschlussplatte für. Hier ist eigentlich die Kohlenwellengehäuseentlüftung, die brauchen wir nicht mehr. Dann habe ich mir überlegt, hier hinten kommt original das Öl raus für die Turbolader. Das heißt, hier hinten ist die letzte Bohrung der Kurbelwelle. Und hier würde ich gerne von der Trockensumpfpumpe nochmal wieder eine Ölversorgung machen. Das heißt, wir drücken das Frischöl nicht nur vorne im Block, sondern drücken zur Sicherheit hinten auch noch Öl rein. Das heißt, selbst wenn in der Lagergasse mal irgendwie Fratze ist und da hinten nicht mehr genug Öl ankommt, kommt zur Not frisches Öl von außen und wir haben durchgehend durch die ganze Welle immer den richtigen Druck. Finde ich auch halt sehr wichtig. Sind auch so typische Sachen, wo man sich einfach die Zeit lassen muss und ein paar Adapter bauen muss, weil das macht am Ende so einen Motor aus, dass er funktioniert. Downpipes können wir hier geil bauen, problemlos. Jetzt an dem Stand können schon mal hier diese ganze Verrohrung bauen zu den Wastegates, zu den Turboladern. Das kann man eigentlich alles relativ problemlos machen. Klingt nach 2 Wochen, ne? Nein, ist natürlich viel, aber wirklich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, seitdem der Motor da drin hängt, ich bin wieder sowas von motiviert und es haut mich einfach so brutal weg, wie das da aussieht. Und ich kann diese Technik jetzt wirklich so radikal auf Performance bauen, dass ich wirklich, boah, ich find's richtig geil. So, ich guck mal, was ich mir noch aufgeschrieben hatte an Baustellen, weil ich habe so eine kleine Liste gemacht, damit ich rechtzeitig die ganzen Teile bestellen kann, dass am Ende halt, wenn es dann losgeht, immer alles am Start ist. Ja, ein wichtiger Punkt ist noch, habe ich jetzt beim Arbeit gelernt, es bringt einfach doch was, wenn das Auto perfekt ausbalanciert ist. Oder auch beim Oma-Golf, das erste Mal Radlast eingestellt, dass es vorne, links, rechts genau gleich ist und bumm, liefert das Ding so ab. Ob das Zufall ist oder nicht, wie viel es bringt, kann ich nicht sagen, aber Fakt ist, wir wollen es halt gleich im ersten Anlauf ideal bauen. Das heißt, bei diesem Auto ist es jetzt folgendermaßen, wenn ihr jetzt von vorne drauf guckt, der Motor ist annähernd in der Mitte, das ganze Auto ist annähernd symmetrisch aufgebaut, Turbolader links, rechts, Ladeluftkühler links, rechts, Differential hinten ist in der Mitte, logischerweise wiegt die Bremse links, rechts das gleiche, aber mein fetter Arsch sitzt auf der linken Seite. Mit Stuhl, Lenkrad und noch ein bisschen Tacho. Das heißt, wir reden auf der Seite von vorsichtig gesagt zarten 100 Kilo, die hier rechts nicht sind. Was scheiße ist. Was man auch nicht mal eben so zurechtgedreht bekommt, damit man nämlich auf der Seite 100 Kilo mehr kriegt. Bin mir übrigens auch nicht sicher, ob der Arbeit nicht gerne zum Kippen anfängt, weil, ich weiß nicht, ob ihr die Arbeit-Videos gesehen habt, aber in der Rechtskurve ist das Ding auf 2 Beinchen gegangen. Okay, jetzt mal nebenan. Rechtskurve auf 2 Beine, Linkskurve nicht. Und dann habe ich so überlegt, ich sitze ja links. Das heißt, mein Gewicht ist Kurven außen in der Rechtskurve. Das heißt, natürlich fängt das Ding da leichter an zu kippen. Nur mal so als Gedankengang für mich, was ich mir mal so überlege. Ich werde mit dem Ding nicht schnell um eine Kurve fahren. Aber auch zum Thema Traktion mit allen 4 Rädern bei einem krassen Start kann es einfach auch nur gut sein, wenn es einfach das Gleiche wiegt. Das heißt, ich muss irgendwie Gewicht hier rüber kriegen. Jetzt will ich hier nicht irgendwie, keine Ahnung, den Innenraum verschandeln, aber wir müssen auf jeden Fall mit Thematik Benzintank, Öltank für die Trockensumpf, Wassermethanoltank mit Pumpe, Servolenkung, wir bauen das Ding um auf eine elektrische Servolenkung, um einfach vorne an dem Motor diesen Platz zu behalten und jedes Mal beim Motor ein- und ausbauen nicht die Servolenkung aufmachen zu müssen. Löschanlage, ja, die ganzen Sachen müssen irgendwie so platziert werden am Ende, dass wir diesen Gewichtsausgleich wieder hinschaffen. Genau deswegen werde ich auch einen Wasserbehälter selber bauen. Normalerweise sitzt der Wasserbehälter bei dem Auto hier. Da der Wasserzulauf für den Ausgleichsbehälter, wofür ist ein Ausgleichsbehälter überhaupt da? An der Stelle, wo die Pumpe saugt, kann es theoretisch mal passieren, dass zu wenig Wasser da ist, weil das ganze Wasser in den Motor gepumpt wird und das, was aus dem Wasserkühler wieder nachkommt, zu wenig ist. Deswegen sitzt an der Stelle immer der Zulauf von dem Wasserbehälter. Jetzt ist es bei dem Auto so, Wasserbehälter hier, Zulauf da unten. Macht eigentlich keinen Sinn. Deswegen werde ich hier einen Wasserbehälter hinbauen, dass der direkt da quasi an die Saugstelle von der Pumpe geht und wir auch da wieder so ein paar Kilo rübergeschoben haben. Das heißt, auch die ganze Elektrik wird ein bisschen darüber wandern. Normalerweise geht es auf der Seite durch. Ja, das sind so meine Gedankengänge zu diesem Auto. Es wird wild. Es wird bis zur ersten Motorshow auf jeden Fall noch einiges passieren. Wie viel, kann ich euch nicht versprechen. Wir geben auf jeden Fall Vollgas. Die letzten Tage habe ich erstmal nur damit wieder verbracht, noch dieses ganze Kleinzeug zu bestellen. Sei es irgendwelche Adapter von Bremsleitungen. Boah, es ist wirklich an jeder Ecke, kommt immer was. Vielen Dank an alle, die mich dabei unterstützen und tatkräftig motiviert sind, hier auch geiles Zeug zu bauen. Wird richtig gut. Ich habe wieder richtig Motivation dran gefunden, mich mal wirklich auszutoben und das Maximum jetzt hier rauszuholen.
Weil die Basis ist vom Gewicht her, haben wir ja im letzten Video gesehen, mit diesen 655 Kilo ja schon echt ein Wort. Deswegen bin ich gespannt, wie weit wir noch kommen. Jetzt gucke ich noch einmal auf meine Liste, ob noch irgendwas Weltbewegendes gefehlt hat. Ne. Mehr ist es nicht. Wenn die Sachen alle fertig gebaut sind, läuft das Ding. Und ab auf den Prüfstand. Spaß beiseite. Wird noch ein bisschen Action. Wir nehmen euch mit. Ich hoffe, versuche regelmäßig, keine Ahnung, vielleicht mindestens einmal die Woche ein Video zu schaffen. Und die Thematiken jetzt. Achso, ich versuche jetzt euch schon die Videos immer so zu gestalten, dass wenn wir ein Thema angehen, am Ende des Videos das Thema auch abgehakt ist. Sodass wir dann wirklich am Ende hier ein fertiges Auto haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.